Adam Sestritsch und Carsten Liebau sind auf Fußstreife im Bezirk Reinickendorf. Zum großen Glück eines kleinen Jungen, der verzweifelt versucht, sich bemerkbar zu machen. Hey, hier ist die Polizei. Okay, helfen wir. Pass auf, ich öffne hier die Ladeluke, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Durchatmen, ja? Okay. Schön atmen, wir sind da, wir holen dich da raus. Hey, wie ist denn dein Name? Ole Scheren. Wie? Ole Scheren. Okay. Okay. Wer heißt du mit Vornamen? Was? Wer heißt du mit Vornamen? Ole. Ole? Ach, Ole, ach so. Ole, bleib mal ganz ruhig. Wie alt bist du denn? 10. Wie kommst du da rein? Ich habe zwei Jugendliche reingeschmissen. Okay. Wir holen dich da gleich raus, ja? Okay. Ich würde sagen, Holzschneider, oder? Haben wir einen drauf? Ja. Gut, hol den mal. Ole? Ja? Kannst jederzeit mit mir reden. Ich bin hier, ja? Okay. Carsten Liebau beruhigt den panischen Jungen, bis Adam Sestritsch ihn befreien kann. Der 10-Jährige ist völlig verängstigt. Yeah. Hey. Hey. Geht's dir gut? Da ist er wieder. Was ist denn passiert? Erzähl mal. Na, komm mal her, wir machen die erstmal zu. Hä? Was ist denn passiert? Hey, erzähl mal. Jetzt bist du alles sicher. Gut. Alles okay. Welche zwei Jungs haben dich denn da reingesteckt? Oh, guck mal her. Hä? Hm. Alt Jut? Ja? Ole, wohnst du hier in der Nähe? Brauchst du nicht weinen. Ole. Hey, ist gut. Sind die Mutter? Ja, ich bin die Mutter. Das, das ist mein Arm. Entschuldigung. Für den danke. Oh, was ist denn passiert, mein Kleiner? Was ist denn los? Ich habe zwei Jugendliche auf einem BMX mit einem Halstuch und einer Kapuze und einer Lederjacke mit weißen Streifen und einer blauen Jeans reingeschoben. Ole, wie lange ist denn das her? 15 Minuten, eine halbe Stunde. Weißt, wie sah die denn aus? Erzähl mir das mal. Also die hatten denn die ganze Zeit? Hier drin. Oh Gott. Also die hatten eine blaue Jeans. Ja. Und eine Lederjacke. Ja. Dann ein Halstuch und eine Kapuze. Ja, okay. Dass man ihr Gesicht nicht erkennen Wie groß sind die Jungs? Sag mal, so groß wie ich oder kleiner ja, oder noch größer? Ja, genau so groß wie sie. Ja? Alle beide? Ja, beide. Okay. Und dir geht's soweit gut? Hast du dir irgendwo wehgetan? Ja, ja. Wo war denn? Gucken Sie mal, ob hier irgendwo verletzt ist. Dann holen wir mal einen Rettungswagen dazu. Ansonsten würde ich den. Ich habe die überall schon besucht. Ei, ei, ei. Wo wohnen Sie? Die Straße runter. Ich war zur Schule und habe ihn gesucht. Haben Sie einen Ausweis? Bekommen. Ja, klar. Die Einsatzkräfte suchen im Nahbereich nach den Jugendlichen und entdecken den Schülerausweis des 10-Jährigen. Den haben die beiden Täter vermutlich achtlos weggeworfen. Die Beamten vermuten daher, dass sie auf der richtigen Fährte sind. Was mit die beiden da? Was sagt er? Jeans? Passt. BMX-Räder sehe ich nicht. Kapuze sehe ich auch. Ja, Kapuze, passt auch. Aber dann würden sie ja auch einen Schuh machen, oder? Ja. Willst du, soll ich? Mach du. Versuch mal hier den Ausweis rauszubekommen. Hi. Was los? Tachchen. Ja, was los? Ja. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Warum? Was nervst du mich jetzt? Geh mal weiter, komm. Geh mal weiter. Was ist das für ein Ton? Was quatsch mich an? Was kommst du einfach hin? Geh mal weiter, ich will chillen, Alter. Das ist eine Kontrolle. Pass mich mal nicht an, Alter. Mit der Dose kommt auch weg. Pass mich mal nicht an, Alter. Die Dose kommt auch weg. Halt den Wässer. Komm, setz dich mal einfach hier hin. Mach mal keine Probleme. Das ist gut jetzt. Bleib schön ja, hier, hey. Bleibst hier. Ja, was haben wir denn gemacht? Was soll das denn? Okay. Mal, was ist dein Problem, Alter? Irgendwas dabei? Messer oder so? Kommst du klar, René? Er will es ja nicht auf die Friedliche. So, mein Freund. Da die beiden sich weigern, ihre Ausweise vorzuzeigen, durchsuchen die Beamten sie. Adam Sestritsch findet ein Bild des Jungen mit einer Telefonnummer auf der Rückseite. Offenbar haben die Jungs dem 10-Jährigen gezielt schaden wollen. Ole, du wirst noch sehen, Alter. Musst du keine Angst haben. Aber alles im Griff hier, okay? Ole, kannst du dich an die beiden erinnern? Na, kannst du? Sicher? Vielleicht so? Ja? War das vielleicht so? Ja? Ey, was ein Scheiß, was er labert, Alter. Der labert so eine Kacke. Bist du ganz sicher, dass du die ganze Scheiße noch anhören willst? Okay. Ole,
Wir gehen jetzt mit den beiden Jungs da hinten zu dem Polizeiauto hin, ja? Und wenn wir ein bisschen weg sind, kommst du einfach mit Mutti hinterher. Ja? Kommst du ganz dabei? Hey, benehm dich. Ausweis dabei? Ich hab ja, fast gleich. Fass mal meinen Arsch. Ja, komm doch, komm doch. Pass auf, Auto. Hey, Ole. Na? Hey, wer sind Sie? Wie siehst du denn aus? Ja, stell dir mal vor. Was geht ab? Ich habe schon nach Hallo, Hause gekommen. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Ja, ich bin der Bruder. Der war im Container. Was? Aber die Typen haben wir im Container gesteckt. Stell dir mal vor. Der Bruder von Ole. In einem Container? Ja, ich bin total sprachlos immer noch. Ja, Dicker, was soll total, das? Total geschockt. Hä? Hey, was ist jetzt hier los? Wer sind die jetzt? Hey! Entschuldigung. Dicker, er hat uns bezahlt dafür, das war scheiße. Wir haben 50 Euro, hab ich dafür gedacht. Das ist das Foto, da steht seine Nummer. Ich hab die Scheißnummer an, das hat er. Ich hab diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Natürlich. Sie bleiben kurz stehen und bleiben ruhig. Ja, ist doch so. Quatsch. Wir sind natürlich zur Gegenüberstellung auch zu dem kleinen Ole hingegangen und dort kam der dritte Person im jugendlichen Alter an und da sind unsere beiden festgenommenen Täter schon mal sehr nervös geworden und erzählten irgendwas von einem Sachverhalt, der so nicht geplant war und bezogen ihn ins Gespräch mit ein. Also irgendeine Verbindung besteht auch zwischen dem dritten, also dem großen Bruder von Ole und den beiden anderen. Das gilt es jetzt rauszufinden. So. Kollege Nummer 1 nimmt bitte Platz, Kollege Nummer 2 nimmt bitte Platz. So, Sie bleiben am Fahrzeug stehen. Aber entschuldigen Sie bitte, erklären Sie mir doch mal, worum es hier geht. Mein Sohn, der ist angegriffen worden, jetzt kommt erklären mein... Erklären Sie mir, um was es geht. Wir haben nur gerade Ihrem Sohn geholfen. Ja, natürlich, aber das ist doch auch mein Sohn. Und jetzt verstehe ich nicht, warum mein Sohn da abgetastet wird. Ja, aber wird. Die beiden Täter, um die es hier geht, die ja offensichtlich identifiziert worden sind, ja, kennen ihren großen Sohn und offensichtlich liegt da eine Beteiligung vor. Moment mal. Geht's jetzt um irgendwie Raub oder sonst was? Mein Sohn, der war, sollte im Imbiss, der hat da nach der Schule gearbeitet. Also, hast du das Foto noch, das Kleine? Ist irgendwas gestohlen worden oder wo bist du beteiligt, Jonas? Jonas! Hier. Wo bist du beteiligt? Hey, hey, hey. Ich bin bei nichts beteiligt. Ich bin gerade nach Hause gelaufen. Ich kenne die beiden nicht. Das ist doch Quatsch. Die wollen sich doch rausreden. Du hast gesagt, 50 Euro lassen wir mit Bullenwagen. Sei wieder ehrlich. Die Polizisten nehmen an, dass der ältere Bruder seine Freunde zu der Tat angestiftet hat und die Telefonnummer auf dem Bild des 10-Jährigen seine ist. Ist das von Ole die Nummer oder ist es Ihre Nummer oder von Jonas? Jonas Nummer, sag ich doch die ganze Zeit nur. Guck doch einfach mal an, dann seht ihr, dass er das ist. Er hat jetzt scheiß 50 Euro davon geben wollen. Ist gucken, nur gucken. Jonas, wieso ist deine Telefonnummer auf Oles Passfoto? Ich weiß, wieso haben diese beiden Männer überhaupt ein Foto von meinem Bruder? Ja, das wüsste ich auch gerne mal. Und ich wüsste auch gerne, was deine Handynummer darauf macht. Jonas! Guck doch einfach an, Digga, willst du sehen, was. So, Digga, hält jetzt mal kurz einen Rand da drin und ich rufe an. Das ist jetzt alles nicht wahr. Was wird hier gespielt? Worum geht es bitte, Jonas? Ja, guck, Alter. Ja? Ja, ich sagte Ihnen doch bereits, als Sie mir die Nummer zeigten. Das ist die Nummer. Aber ich verstehe den Zusammenhang noch nicht. Für die Beamten ist der Zusammenhang allerdings klar. Der ältere Bruder hat seinen Freunden ein Bild des 10-Jährigen gegeben, damit die ihn identifizieren können. Sein Motiv ist aber noch fraglich. Also er hat uns 55 Euro gegeben, dass wir mal seinen kleinen Bruder da ein bisschen auf die Kacke hauen, dass er mal ein bisschen Schiss kriegt. Und dann, ja, haben wir halt gemacht. Jonas? So, wie war das? Mit dem Spruch? Das ist sein Handy jetzt, oder? Ja. Ach Mann, scheiße. Wie? Moment, wörtlich auf die Kacke hauen? Von welcher Kacke hauen? So, 50 Euro. Dein Bruder ist 10. Was auf die Kacke hauen? Sollte das werden? Hör zu, ich wollte, dass Sie ihn ein bisschen einschüchtern. Ich wollte niemals, dass Sie ihn in einen Container stecken. Und dass Sie von ihm stehlen, wollte ich auch nicht. Ich wollte doch nur, dass er mal sieht, wie das für mich ist alles, Mama. Aber was denn einschüchtern? Wieso denn? Was hätte er denn machen sollen? Mama. Ausweis dabei? Jeden Morgen stehe ich auf, mache uns beiden Frühstück, weg ihn, bring ihn zur Schule, sitz dann in der Schule rum, kann ich aufpassen nach der Schule, anstatt dass ich einmal mit meinen Freunden was machen kann, gehe ich immer jeden Tag in diese Currybude und arbeite mir meinen Arsch ab, um dich zu unterstützen im Haushalt. Und wenn ich dann am Abend nach Hause komme, das bisschen Freizeit, was mir dann noch geblieben ist, helfe ich dir im Haushalt und passe auf meinen kleinen Bruder auf. Und er, Luxusleben, jedes Wochenende ins Kino, kann immer mit seinen Freunden abhängen, kann machen, was er will. Ich wollte doch nur einmal, dass er sieht, wie schwer ich es habe. Aber ich wollte doch nur...
Ich wollte doch nicht, dass sie in den Container stecken, Ole. Oh Mann, ey. Anscheinend hegt der große Bruder große Neidgefühle gegenüber seinem kleineren Bruder, hat versucht, ihm so eins auszuwischen. Das ist der vollkommen falsche Weg. Ich habe dort kein Mitgefühl mit ihm. Als großer Bruder muss man immer für seinen kleineren Bruder da sein, auf ihn aufpassen und ihm immer alles Beste, ja, mit auf den Weg geben. Wir müssen zu Hause dringend reden, wenn du wieder zu Hause bist. Verstanden. Wie lange muss er denn jetzt da bleiben? Wir bringen ihn kurz zum Abschnitt, zur weiteren Sachverhaltsklärung. Kann ich ihn nochmal kurz haben? Na klar. Oh Mensch, Sie können ihn gleich ganz haben. Sie kommen nämlich zum Abschnitt hinterher. Oh Mann, Jonas, ey. Ja, Mann, oh Mann, Jonas, ey. Jonas, das ist echt schwer. Ja, jetzt hört mal auf, okay. So, Mutti, komm. Es reicht. Komm, komm, Vorsicht mit dem Kopf, nicht stoßen, sonst gibt's eine Beule. Sie kommen mal bitte auf der Seite zu mir. Sie dürfen Ihren Sohn auch in Kürze ganz wieder haben. Allerdings kommen Sie dazu zum Abschnitt, holen ihn dort ab. Wir klären den weiteren Sachverhalt. Anzeigen werden durch uns gefertigt. Sie können sich das nachher alles protokolliert durchlesen. Und Zwergnase, geht's gut? Der ältere Bruder wird wegen Anstiftung zur Körperverletzung angezeigt. Seine 15-jährigen Freunde müssen sich wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten. Die Mutter entlastet ihren ältesten Sohn von nun an im Alltag und die Familie findet wieder zueinander.